Stream starten. Achso, jetzt ist Manual Attach nicht drauf. Egal. Kann das einer hochladen bei Gelegenheit? Ja, kann ich machen. Perfekt. Wann denn oder ist es? Hä? Also jetzt oder was? Kannst du jetzt hochladen? Dann aktivier es beim nächsten Mal. Okay, ich habe immerhin meine Benachrichtigung bekommen, dass der Stream läuft. Ja, ich auch. Ich auch. Gut, ich hoffe, man hört auch was. Ja. Dann brauchen wir noch Muckifuck. Sag's mal, ob die Musik zu laut ist. Servus Thorsten, Servus Till, Servus Jakob, Servus Jaden. Ja, ein bisschen leiser vielleicht die Musik. Aber nur minimal. Habe ich gemacht, hängt im Stream ein bisschen hinterher. Oder immer noch zu laut. Warte. Geht eigentlich. Können dem Zuschauer schreiben, ob sie zu laut ist oder nicht. Das sehe ich auch so. So. Ist der Server online? Franz, Servus, ja, ich bin drauf. Gut. Servus Deutz. Kann es sein, dass Interactive Control auch noch nicht drauf ist? Kann gut sein. Das geht ja gar nicht. Soll ich das auch gleich mit hochladen? Ja. Neueste Version aus dem Mod hat. Dann müsst ihr noch gar nicht drauf gehen, dann muss ich die zwei Sachen noch aktivieren, weil das geht nicht. Jakob, das Safe Game von der Erlengrad funktioniert nicht mehr, das ist kaputt. Also da hat keiner mehr Freude mit. Sag mal, wenn es hochgeladen ist. Ja, ist auch. Also müsste ja jetzt eigentlich drauf sein. Jo. Schauen wir nach. Leute, ist Musik laut oder nicht? Einer geschrieben, Musik ist okay. Thorsten geschrieben. Bin ich blind? Ah, jo. Was drauf? Nein, nein, warte. Interactive Control, Manual Attach, aktivieren. Hast du meinen Rack auch aktiviert? Für normal schon. Ja. Der ist Odin. Na gut. Marco? Also sein Hof wird ja nicht so groß, nicht so klein. Obwohl der Hof mini ist. Ja, deswegen meine ich ja, dass das nicht die optimalste Auswahl ist. Also Drescher mit 5,80 Meter Schneidwerk und groß. Das jo, das wird nichts. So. Nö. Der hat ich ja kann, nur auf dem, kann ja auf dem Hof gar nicht rangieren. Aber ich habe ja gesagt, ich bremse ihn aus, wenn ich sage, das funktioniert auf der MB nicht. Also. Insofern. Alles mal klar. Servus Lona Klaus. Lona Klaus. Der Lona Klaus, ja.
Mathis, hallo. Wieso wird da angezeigt, dass du LS19 spielst? Keine Ahnung. Die Map, die gibt's nirgends, Till. Die ist privat. Das ist eine umgebaute Version einer anderen Map. Mal gucken, ob es erratet. So, hier, perfekt. Ich finde, die sieht ja gar nicht mehr ähnlich. Nicht mehr so ähnlich, ne? Wirklich. Ne. So. Ja, hallo, na Klaus, du bist gut. Also, Marco, er kennt's wohl doch noch, Marco. Martis. Oh, mit Namen ja. Habe ich's echt nicht mehr. Ja, heute ist irgendwie. Heute ist Chaos. Heute ist der Wurm drin. Sowieso. Oida! Was ist? Kennst du das, wenn du unten auf den Button klickst, aus Mod-Hub herunterladen und dann musst du das eigentlich nur aktualisieren und das geht einfach nicht? Ja, kenn ich. Ja, dann musst du. Man muss. Dann musst du aber aus dem Spiel gehen, oder? Stimmt das? Ja, du musst nur das Spiel neu starten, wenn es aktualisiert wurde. Ja. Den Welger gibt's nirgends, Jakob. Jonas, muss der Hof selber gebaut werden? Ja. Gibt es auch Zeitraffer von der Map? Ja, hauptsächlich. Es wird jetzt hier nur den Einrichtungsstream geben. Jo, Mathis, der Frontlader wackelt, glaube ich, noch. Oh. Ja. Ja, hört dich das? Oder behältst du das, das so? Das behebe ich noch. Habt ihr den neuen Pack? Nein. Sind das der Anhänger nicht? Welche? LSFM. Ja, das ist. Was ist mit der USK? Geht das weiter? Nein, USK, wenn du die USK sehen willst, dann musst du bei mir auf dem Community Discord den Link anklicken, den der Torben reingeschickt hat. Da kannst du es angucken. Also, Ben, ich fahr mal eben zu deinem Hof. Halt, jetzt bin ich falsch abgewogen, egal. Dann fahr mal einmal durchs Dorf. Ist auch nicht verkehrt. Also hier ist einmal der Hof von Mathis. Jo, ihr wollt mich flachsen, oder? Jetzt sind die Zäune aber nicht ernsthaft wieder im Boden, oder? No. Vorhin war es nicht. Nee, vorhin war es nicht. Hat einer von euch im Landschaftsbau irgendwas gemacht? Nee. Irgendein Zaun platziert, irgendwas platziert, irgendwas verkauft. Nein, gar nichts. Oh, das ist. Das kriegen wir wieder. Ist mir jetzt gerade hier bei Mathis aufgefallen. Aber hier bei dir ist auch noch. Ja. Und du meinst das Krieg am Hill? Hä? Ja, ja. Du meinst das Krieg am Hill, echt? Ja. Das haben wir doch auf. Erlen gerade auch nicht in den Griff gekriegt, oder? Doch, doch, das kriegen wir. Weil hier, der Zaun passt nämlich zum Beispiel. Der passt auch.
Der bei Ben hier passt auch. Also, wenn Ben den aufnimmt. Also wie du siehst, bin groß von der Fläche her ist er nicht. Mhm. Ist halt so ein kleiner Nebenerwerbsbetrieb, kann man sagen. Das ist der Hühnerstall oder was? Was? Das eine, ja. Und was ist das andere, das ganz große Gebäude? Das ist, das war mal ein Kuhstall, ist aber in der Version keiner. Ah, okay. Also da sitzt kein Fahrzeug. Ja. Ah, 18 Zuschauer, was ist los? Ja, ja. So, das ist, also bei meinem Hof passen die Zäune Kuhstall. Übrigens auch noch. Ja, müssen wir gucken. Ja. Und das ist mein Hof dann. Kurze Frage, können wir vielleicht einmal schlafen, dass Tag ist? Ja. Na, warte noch ganz kurz. Ja, mach mal, bitte. Ich muss mein Haus erst umschreiben. Muss ich schauen, ob das geht, weil letztes Mal ist es nicht gegangen. Da muss irgendwer kurz auf den Gemeindehof. Doch, geht. Ist 9 Uhr. Ja. Boah, mich nervt das. Dein Leon. Ja. Was steht denn da auf deinem Hof? Wo? Das ist so ein komischer Busch oder Baum oder so. Ja, ja, den will ich gerade wegsägen. Okay. Schon in Arbeit. Ich schon meine LS jetzt wieder abschmiert, wenn ich ein Single bin. Gestorben. Gerade ist abgeschmiert, obwohl ich nur 5 Mods mehr drauf. Wild. Ja, 5 Jahre alt ist er jetzt, der Laptop. Sägen bist du nur Sägespäne liegen. Ja, ist effektiv, du. Dann muss aber die nur noch zusammenkehren. Na, na, die verschwinden. Okay, der mag jetzt irgendwie nicht verschwinden. Wild. Egal.
Also dann bei Tag nochmal. Also den Hof hier, da gibt's auch noch eine Hube. Der hat halt Kühe. Okay. Ist aber auch so klein. Ja. Es ist halt sehr dörflich gehalten hier. Du hast den Fendt in der falschen Farbe konfiguriert. Wieso? Du musst den in einem anderen Grün machen. Das ist nicht das Originalgrün, das beißt sich jetzt mit dem Frontlader. Oh, also in dieser neuen Farbe. Warte, wo ist er? Welcher ist das, der 300er? Ja. Ja, Fendtgrün neu. Bauen wir einfach mal. Kann man da konfigurieren? Martus. Habe ich schon. Kann man hier konfigurieren? Achso, ja. Ich dachte, das war so eine Antwort. Nö, nö. Alter, jetzt ist der Frontlader abgehangen. Ja, ich sehe es. Schaut sehr abenteuerlich aus. Ja. Jo, Klaus, Forstfräse wird wohl so enden. Muss nach oben. So. Die Frage ist halt jetzt, ziehe ich... Ne, mache ich sowieso nicht. Machen wir lieber so. So. Jo. Oh, Kacke! Was? Oh, dieses Mähwerk ist so... Mähwerk geflippt. Das ist komisch, wieso? Ah, irgendwo sind die Zäune im Boden und... Ab und zu nicht, ne? Dann, ja. Krieg einen Vogel. Kriegen wir schon wieder hin. Krieg einen Anfall mit diesem Mähwerk, Alter. So. Ich krieg einen Anfall mit dem Baum hier. Ja.
So. Wieso kriege ich diese Halle nicht auf? Welche? Diese Holzhalle vorne bei mir auf dem Hof. Na, hast du vom... Noah, guck mal, ob vom Gemeindehof aus Lohnunternehmer Status hat. Und andersrum. Am geschicktesten ist, wenn du erstmal... Ja, Mathis, du musst auch auf deinen Hof gehen. Aber der Hof ist doch im Besitz von diesem... von der Gemeinde. Das ist falsch. Deswegen bin ich hier noch drauf. Nee, das ist falsch. Hier ist der Hof. Naja. Check der Euhof. Geht der Niedere oder so. Das... Wo ist das Eid? Ja, wo ist das Eid wissen? So, hier, LAN? Ah. Sind das die? Nö. Dann sind das die hier. Family Edition, wa? Nee. Oha! Ja, da guckst du, ne? Mhm. So. Jetzt nehmen wir jetzt den dritten Hänger im Bunde mit. So einen schönen Klaas Karat. Stehst du eigentlich extra am Häckselaufbau, was der Draufmarker? Ja. Den nehme ich aber nicht. Das sieht ja... Ist wild, gefährlich, ne? Aus. Ja. So. Ne, macht das jetzt beschwert im Falsche. Ich guck grad durch. Also. Das ist hier der richtige? Ja, ich glaube Hof Niederer. Glaube ich. Glaube ich keine. Der Niederer habe ich keinen Stall. Das hat nicht unbedingt was zu heißen. Das Hof Gabler. Keine Ahnung.
Oh, MB-Truck hat wieder einen Wendekreis von 100.000 Kilometer. Also der Stall ist im Besitz von der Gemeinde. Ja, das kann man noch umschreiben, das kriegen wir schon. Das ist der vorletzte Hof, der vorvorletzte Hof, der dritte Hof von hinten. Das Hof Gabler. Ja. Ah ja. Können wir nochmal jemanden wieder Farm Entry geben, bitte? Ja. Ah, mit dem Hoflader muss ich noch warten. Das ist die falsche Version. Ich dachte, du hast die neueste hochgeladen, Noah. Ist das nicht die neueste? Nein. Ach, nee. So, jetzt kaufen wir erstmal einen dicken Trashkasten, ne? Ein Ditz. Ja. Erstes Grün, silberne Felgen. Hat einen Schlepper gekauft. Ja, ich fahre den da weg. Noah, könntest du mir eine Schneidwerkswaage ziehen? Ja. Wäre ich dir sehr dankbar. Okay, Lona. Jo. Was? Was, Ben? Ich geh jetzt. Achso. Jo. Gute Nacht. Ciao. Tschüss. Da, wie willst du? Warte. Einfach mal so stehen bleiben, wie du stehst. Wo war ich vorweg?
Das muss ich erst noch anpassen. So, Zies, komm. Attach es doch. Komm. Steig mal eben aus. Ah, jetzt wird. Gut, auf die Post. Abfahrt, oder? Abfahrt. Eigentlich Marco? Keine Ahnung. Der ist schon ewig weg. Wo gehört der Schneidwerksfrage hin? Stellen einfach mal irgendwann ran. Rand, ja. Schieb einfach gerade zurück. Ja, passt. Und zufrieden mit deinem Dates. Ja. Jetzt muss ich mir nur noch erklären, wie das geht mit dem Ding. Mit dem Fenster. Ja. Und halt wächst der scheiß Fronthüter auf. Ja, ja. Aber pressiert nicht. Steht ein Auto. Ja. Stand 5 Meter weg und ist fertig. Mit dem 365er auf der Spur. Oh, ey, da haben wir Stress. Oh, da hätte ich rein müssen. Also bitte immer nur so viel kaufen, wie ihr letztendlich auch mitnehmt, ne? Ja, ich stehe auch nicht mehr. Ja, alles gut, ich sag's nur. So. Ja, Spaß. Oh. Natürlich. Ah, er ist wieder da. 25 Mods. Natürlich sind wir Schwaben, also ich zumindest. So, Marco, die John Deere Sämaschine, wenn ich die schon sehe, ne? Was? Nein! Wir hier in Deutschland, nix Amerika. Amerika. Wieso, welche John Deere Sämaschine? Die 6 Meter? Nein. Ich habe eigentlich nur so 3 Punkte. Wem ist die? Die Airsim. Gil Airsim. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. In Deutschland verloren. Gar nichts. Ja, bin ich nicht hochgeladen. Voll hässlich, das Ding. Die Felder
Wertstart, hey, Tempo ist von mir. Ich liebe, wenn die Leute. Ah, die Grill Arsman. Ja. Ja, doch, die ist von mir. Nein, die ist jetzt nicht mehr von dir. Wieso? Lohne Klaus. Weil, ja, weil die passt nicht nach Bayern. Da geht nicht. Wieso haben wir einen Lohner? Ich rede heute, glaube ich, nur noch Blödsinn. Das läuft heute bei mir irgendwie nicht mehr. Lono Klauskart, es sei, dass wir auf Discord schon mal geschrieben haben. Heißt du auf Discord MSM Lono Klauskart, es sei? Oder zumindest auf dem Discord vom Modelleiche. Eine Drille haut ab. Ich seh's. Sag mal. Jetzt stand ich da schon in der Ecke und bin immer noch im Berg, oder was? Wo, da weh ich nicht. Dann ist so ein schöner Karre. Hey, machen wir die Warnblinkanlage aus. Ah, ja, das kann sie. Ja, das siehst du. Was macht das Gott? Das wird nicht so leicht, an den Bordlader ranzukommen. Was machst du denn für Faxen? Oh. Der Witz, nicht Hunger. So, jetzt werden wir uns doch mal eine Forstfräse organisieren. Ja. Weil der Baumstumpf fuckt mich mies ab. Das ist kacke, dass man den Zaun hier nicht sieht. Hä, hey, wieso nicht sieht? Ist der bei dir im Boden? Ja. Der passt bei mir. Am bei mir auch. Ja. Ja, der passt Händler, bei mir auch. Komisch. Oh, ich check das nicht. Ja. Jetzt. Ja. Jetzt. Oh nein. Dann halt. Danke. Jetzt kann ich hier weg. So. Ja, so. Hat ja auch nicht lange genug gedauert. So. Jetzt holen wir Glas foltern, Forstfräse holen. Also übrigens, Marco, also mit dem Fuhrpark, wo du dir da rausgesucht hast, würde ich nicht den Hof gegenüber von mir nehmen. Wieso? Du kriegst die Maschine nicht unter. Du kannst auch gar nicht einziehen. Würdest du mir dann empfehlen? Den einer. Da unter. Oh! Oh, wie Scheiben. Oh Gott, Scheibe, da geht nichts mehr. Den einer Hof da. Dann unter dem Händler. Jo, der zum Beispiel oder der Oma Dummer. So, jetzt wollen wir hier gucken. Ah, ich werde noch Spaß auf meinem Hof haben. Warum? Aber weil er so eng ist vorne. Komm mir bekannt vor. Durch die Messplatte ist da so wenig Platz zum Drehen. Welche Forstfräse macht jetzt Boden kaputt und welche nicht? Die irgendwas mit 900 heißt die. Die macht's nicht SF kaputt. SF Prino 200. Die hier. Also die, ja, okay. Die an so einem Arm aufgehängt ist. Ja, die hier. Genau. Hang fest.
Aber sonst vom Maschinenpark in Ordnung, keine oder? Keine Ahnung. Ich kann am Modnamen nicht genau sagen, was was ist, aber... Ja, welchen groß. Was also bist du groß? Dein Drescher ist auf jeden Fall zu groß. Ja, den kriegst du auch nirgends unter. Ja. Muss ich einen Oldtimer nehmen? Klaus, wo kommst du denn her? Wenn du nur da bist. Also circa. Aus welcher Ecke von Schwabe? Luppige Schwabe. Schwabesegel sind immer gut. Landkreis Biberach. Ah jo, das ist gar nicht so weit weg von mir. Wobei, ich bin Bayerisch-Schwaben. Du suchst nicht auch zufällig ein neues LS-Projekt, wo du mitmachen kannst? Wir hätten noch Höfe frei. Alter, ich muss da auf den, an dem Reck muss ich auch noch was machen. Ja. Der ist immer noch ein bisschen arg schwer. Ja. Das wollte ich damals schon machen, ja. Ja, hab ich aber vergessen. Scheiße. Ich bin wieder drin. Oh, sorry. Oh, ist das ein... Meine Vorderachsfederung ist bis an Anschlag, ey. So, Baum ist weg. Garage verkaufen. Brems. Nein. So, warte mal. Klaus, bist du auf meinem Community Discord?
Tatsächlich nicht, nein, wusste bis eben gar nicht, dass du sowas hast. Doch, habe ich, ist unterm Stream, glaube ich, verlinkt. Da ist aber eh nicht so viel los meistens. Ach, der kommt noch gar nicht raus. Das sah aus, wenn er rausfährt. Servus Peaks bei Oberlohne. Neue. Hä? Quetsche ich mir meinem GT auch noch rauf. So. Jetzt werde ich erstmal dann meinen größten Pfusch kaufen. Oh, dann muss ich noch da. Anziehen wird wild. So, ich hoffe, ich habe ihn hochgeladen. Oder fehlen Texturen. Das wird doch noch nichts, vergiss es. Oh. Mein Düngerstreuer. Den haben wir in echt auch. Ja, wir auch. Auch Rauch-MDS. Ja. Ein Aufbau mehr. Haben wir. Ja, nicht rumschieben. Mamas Zug mal weg, bitte. Hey. Danke. So. Einfach heftigstes Gespann. Hattet ihr da sonst auch euren GT vor? Vor unserem alten GT. Ja. Wir hatten zwei GTs. Zwei? Bis 2012 hatten wir zwei GTs. Auch einen so einen oder was? Zweimal den. Zweimal 380. Hatte der eine nicht. Der letzte hatte der nicht noch eine, die neuere Kabine schon? Nee, ne? Der hat den Forstrahmen. Ah, stimmt, der war das. Jo. Ich würde mir den Göweil 3-Punkt-Wickler kaufen, ne? Ja. Das klingt gut. Wolltest du auch kaufen, oder was? Nein, nein,
Kann das das dann sein Teilen oder ne? Ja, ausleihen kannst du schon durch mich. Ja. Ballenpresse mache ich wie bei uns in echt üblich. Wird nicht verliehen, wird halt dann im Lohn gemacht. Ja, ich habe auch eine. Ja, mach schon dann auch im Lohn. Ja. Aber ich mache nur 1,25er Rundballen. Ich mache bis 1,80. Kannst du ja die Kunden machen, die größere Beine haben wollen. Ist das egal. Aber ich habe immerhin geschaut, dass die Arbeitsbreite nicht mehr wie 6 Meter beträgt. Ja, auf dem sind wir aber so bei eher 3 Meter. Ja. Komm jetzt. Ich drehe durch. Hoffentlich nicht. Das scheiß LSFM-Trailer-Paket, die Stunde wieder dasselbe Problem und den IHC, den 1455. Werden den? Der heißt nur so, das ist mein. Ja, 1655, das ist. Den ich noch nicht ja. Das ist auch ich habe die falsche Version auch noch hochgeladen, ey, so ein Scheiß. Aha! Da hat's zwei Versionen. Ja. Ich habe meine umgebaut. Bisschen. Dann könnte das sein, dass ich den falschen habe. Ich kauf dir Kreis legen. Was? Kreis legen und Sämaschinen. Das ist mein. Einmal frei. Du hast die Sämaschine perfekt anders konfiguriert wie ich, das gefällt mir. Ja, wir haben genau das gleiche gesponnen, echt. Okay. Ja, nee, bei uns ist es eine Gaspardo mit Maschio. Ne, nur die Amazon ist ein bisschen neuer. Wir haben die D25, heißt die. Mhm. Also 2,50 Meter. Nicht 3 Meter. Sonst die Kreissäge ist die gleiche. Ja, wahrscheinlich auch in der 2,25er Ausführung, ne? Ja. Das Gespann hat schon ein paar Hektar gedrillt. Das glaube ich. So. Also ist das der von Gigant, oder? Wer? Den 55-56er Case. Keine Ahnung, lade ich auf den Server runter. Achso, heißt der glaube ich auf dem Server. Jetzt gibt's noch eine Variante. Gibt's noch eine Variante? Oh, das passt wohl auch noch nicht. Das muss ich noch fixen.
Ich habe echt kurz überlegt, ob ich mit Anbauhäcksler häcksel, aber hab mich jetzt umentschieden. Bin doch zu viel. Oh, aber die ist ja schon geil gewesen. Irgendwo brauche ich auch noch ein Silo. Was für ein Silo? Also ein Fahrsilo. Hast du doch. Ja, eins. Ja, reicht. Ich würde aber auch Gras-Silo machen. Ja, Silo wollen. Ich bin nicht so der Freund von. Ach, der Erlen gerade die ganzen beiden da zu fahren, das hat mir gereicht. Ja, das ist jetzt schon wieder ewig her. Stell dich halt an. Aber das sind so viele Felder, da weiß ich gar nicht, wie du das kaufen sollst. Kaufst du Felder? Oh je, ich glaube, heute wird das nichts mehr mit mir. Servus Alex. Lass mir halt Tür zumachen. Ha? Gewittert tust du. So, vielleicht habe ich jetzt noch einmal die Nerven dafür. So. Noah, du hast auch das Pöttinger Heck mal weg, gell? Ja, aber das mittlere. Ich nehm's quasi. Ich bin auf dem Hausig.
Schade, dass es keinen Begabestapler gibt mit Ballenforke. Das wäre nochmal geil. Was? Ein Gabestapler mit Ballenpicke vorne dran. What the fuck? Hatten wir in echt auch. Hatten wir auf dem Strohboden stehen. Also sind wir auf dem Strohboden mitgefahren. Ach du Schlag. Über unserem alten Stall war ein großer betonierter Boden. Ja, ja, ist bei uns. Und da hatten wir. Und Ballen. Stroh raufgefahren, alles. Das Ding war aber riesig. Oh. Kaufen wir dir ganz kurz nichts. Ja. Soll ich nicht weg? Oder? Ich möchte nur einfach probieren, ob ich jetzt das Mailwerk endlich kaufen kann. Ja. Perfekt. Der IC-Punkt. So. So ein zorniges Gespann, du. Vorne Aufbereiter und hinten nicht. Oh, in der Tat, ja. Ah, Auto. Ja, okay, überzeugt, muss ich mir was anderes suchen, dann. Oh, Junge, fahren kann ich heute echt nicht mehr. Ja, jetzt ist es erstmal so und. Was gibt's denn für Heckmehrwerke mit Aufbereiter? Samas im Mod hab? Ist, Das Samas hat, glaube ich, Jackman, ne? Klaas Kuhn. Verstehst du, wo gerade raus steht? Also, das, was original drauf ist, außer Kürzer. Wo haben wir das Cat? Auf der Ostsee haben wir es, glaube ich. Nee, dann gucke ich eher, dass ich mir das Feller ziehe. Ah, ja, stimmt, das ist auch. Es gibt auch noch dieses Kuhn-Pack. Ja, aber das mag ich nicht. Das hat doch, das ist das, was Noah meint, das hatte ich auf der OSK. Ja, genau. So, du hast den großen Klaas Volto gehabt, gell? Noah? Ich hab den kleinen. Achso, den wollte ich auch. Na, das ist doch eigentlich egal, oder nicht? Ich hab der großen. Ja, sonst nehme ich vielleicht den Pöttinger oder so, den gibt's ja auch noch. Mal gucken. Das geht gar nicht.
So. Uah. Alte, full house hier. Fahren sollte ich halt echt nicht mehr, ne? Oh. Verkehrschaos hier. Warte, lassen wir jemanden anbauen und bin ich weg. Jo. Oder du fährst da hin zwischendurch. Den Scheiß gehst du. Marc, was ist? Klappt's dir? Ich dreh durch. Sag nicht, du fährst jetzt auch noch auf den Händler rauf. Nee. Oh, wäre doch lustig, Gruppenkuscheln. Ja. Ich dreh durch. Das hört man. Die Straßen sind auch hier verdammt schmal, ey. Mhm. Die hat. Dann löschen wir den Scheiß ab. Klaus, bist du jetzt bei mir auf dem Community Discord? Der Klaus ist so, hätte auch noch Bock zu mitspielen. Das ist ein Schwabe, Schwabe ganz immer. Ich bin da nicht vorurteilsbelastet oder so, nein, nein. Na. Das passt schon so, wie es ist, weißt.
So. Nein, nicht die Tür am GT wegfahren, das möchte man nicht. Noah. Mhm. Hast du jetzt das Fass gekauft? Nee, ich hab das große gekauft, oder halt. Das ist eh drauf gemacht hab. Dann kann ich das andere kaufen. Ja. Eat. So, jetzt. Vielleicht 10 Jahre später klappt's auch. Klappt's jetzt? Ja. Brems. Ich finde das Fass ja schnuckelig. Ich finde das irgendwie nicht so schön, dass die Achsen so weit hinten sind. Bei welchem? Bei dem, was du gerade gekauft hast. Das Bauerfass gefällt mir auch recht gut. Da weiß ich zwar immer noch nicht, ob ich das offiziell habe oder ob das jetzt irgendwie untergeschoben worden ist, aber es ist schön. Aber 19,1 Kubik ist halt schon heavy. War für die Karre. Der Arion hat aber dann auch gut mit zu tun. Ja, das Gatsche. Das ist Klaas. Klaas, der macht alles. So, jetzt brauchen wir erstmal der K80-Kugel. Boah! Boah! Endlich! Bei dem Fass weiß ich noch nicht, ob ich es behalte oder nicht. Vielleicht kaufe ich mir auch ein anderes. Oh. Oh, jetzt aber du. Ach. Ganze Jahre später. Gas, Alter. Komm. Also, welchen Hof würdest du mir empfehlen? Den unterm Händler oder den da oben? Wo? Er da unter. Der Händler. Also, obwohl, du der meinst, unterm Händler, also. Bauernhaus Oberleitner der Gemeinde Zellwies. Gemeinde Zellwies ist kein Hof. Das ist Gemeinde. Der Hof bei Feld 21. Das ist, glaube Hof Bayer. Hof Meier. Ja, warte, ich schau da. Das ist der da. Das ist der Rosshof. Der Hof, Hof Bayer. Der hat nur Rösser? Nein. Ah. Der hat schon I. Da ist genug Hallen. Also mal schauen. Ja, da wäre ja direkt die Wiese bei mir. Ja. Das ist aber Mattes, oder? Ah, das ist der Händler, hä? Ist jetzt das der unten meiner? Ja, der da. Kann mein Kuhkron Schwadron noch kaufen? Da ich diesmal einen Einkreise. Nee. Ich nehme mal wieder Mittelschwader, hab ich lange nicht mehr gehabt. Ja, das ist meiner. Ich hab einen Einkreise Klaas. Oder
Welchen haben wir noch gesagt? Den bei Feld 61, oder? Das wäre auch noch einer. Oh. Aber das müsste... Gabler ist niederer sein. So. Nein. Ich glaube, ich hole mir doch keinen 956, sondern mal einen moderneren. Oha. Also etwas moderner. Was soll's werden? Was hältst du von Hofdoren? Welcher ist Hofdoren? Bei Feld der Gelbe. Ja, den habe ich ja gemeint. Den würde ja auch gehen, oder? Ja, würde auch gehen, glaube ich. Den hat bisher, glaube ich, keiner. Und das muss, sonst muss man halt vielleicht noch eine Halle bauen, wenn es nicht geht. Das geht. Da ist genug Platz. Du musst den, du musst den Fuhrpark dem Hof anpassen. Nicht der Hof dem Fuhrpark. So ist es in echt auch. Also, Hofdorn ist meiner. Das ist mein Farmhaus. Jupp. Moin Noah. Warum fliegst du? Hallo. Ja, Fotoshooting. Ich muss mal irgendwas ausprobieren, warte. Ja, das geht. Der hat Beifahrerskript. Wer der Klaas? Ja. Wieso kann ich keinen Händler aufhalten? Doch. Also, ich hab einmal den da. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, was mir noch fehlt. Hänger habe ich, Schneidwerk habe ich, Mulcher habe ich, Pflug habe ich mir im Flug hochgeladen. Nein, kann man ausleihen. Grube. Habe ich mir den jetzt hochgeladen oder nicht? Ja, habe ich. Ich glaube, ich hole mir doch einen anderen. Okay, irgendwie gefällt mir das. Kannst du mir noch Farmmanager geben, bitte? Ja, klar. Du bist doch eh Admin. Ja. Der hat 190 PS. Wer? Der Träger, den ich haben will. Welcher? Der Case MXM 190. Hast du schon ein schönes Modell? Ich weiß, ich guck mir den gleich mal an im Erfahrungsgemäß taugen die Modelle nämlich alle irgendwie gar nicht, weil die alle aus dem 13 oder noch früher kommen. Ne, der glaube ich nicht. Hey, Drecks KI, ja? Komm, fahr. Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit. Wenn der nichts ist, hol ich meinen. Kram ich mal meinen MX 170 irgendwo raus. So, Flächen kaufen. Ja, nur noch Moment warten. Machen wir das dann zusammen? Ja. Machen wir das heute? Ja. Oder morgen? Nein, heute. Unwahrscheinlich, dass wir es nochmal schaffen, dass wir alle da sind. Ja. Der Ben ist ja nicht da. Das macht nichts, der hat keine Viecher. So. Hä?
Der kleine Müsse ist sich jetzt zurück zu zusammen. Macht Ackerbau. So. Ja, viel Gras gibt's auch nicht, da müssen wir auch selber anbrillen. Das reicht, müsste schon reichen. Und wie viel Hektar sind das? Musst du viele Schnitte machen, dann geil das. Oder halt Ackergras, ne? Ja. Oder halt Wiese säen, ja, das geht auch. Was gibt's da Ackergras? Nein, aber nee. Du musst halt dann. Doch, das Ackergras mache ich, das mache ich. Ist gut. So. Schön Futterwagen muss ich mir noch mal suchen. Hast du den Krone Turbo? Ja. Ja, ist ein Futterwagen. Oder meinst du Mischer? Im Mischer. Achso. Ja, mit dem Krone Turbo will ich Frischfutter holen. Fischgras holen, ja, okay. Fischgras. Ja, Fischgras. Fischgras. Arschloch. Öi. Das ist ein friendly Stream, ja? Oh. Sorry. Spack. Einzelkorn haben wir auch nix. Mann, warum ist denn meine Rauchspritze jetzt so verbuggt? Was ist da drin denn verbuggt? Texturen, die passen nicht. Muss ich nochmal anpassen. Weiß, sehr weiß. Ja gut, okay, die kaufe ich jetzt einfach mal. Kann man später anpassen. Miststreuer hast ja du mal, Matt. Und das ja, ich habe einen. Ja, den kann man sich ausleihen, bestimmt. Ja, den brauche ich auch. Schön Straubmann. Ballenpresse habe ich auch. Ballenwagen brauche ich keinen. Wickler habe ich. Motorsäge habe ich auch. Forstmaschine. Es gibt keinen Wald, also brauchen wir das auch nicht. So, hier, unseren schönen Futtermischer. Ich brauche noch eine Ballengabel. Ah, ja, das geht. Danke. Wo ist meine Hofeinfahrt? Rechts. Du hättest hier rechts müssen. Links. Das bin ja rechts. Hä? Rechts? Ach so. Links und dann rechts. Na. Ui. Was hast du jetzt, den oberen oder den unteren Hof? Den oberen. Ach so, ich dachte, du hast den unteren genommen. Brüms. Also, dass die Spritze verbuggt ist, triggert mich übelst. Unbedingt behoben werden. Das ist übrigens der Pfusch von vorhin, Noah, ne? Was? Die Spritze. Achso. Machen wir noch ein bisschen schick und dann passt das schon. Brems. Boah, ich habe ja richtig nah zum Händler. Wir alle. So.
So. Eigentlich hätte ich noch irgendwie gern so einen Kompaktlader oder so bei mir auf dem Boden drauf. Oder wie gesagt, einen Gabelstapler. Hubwagen. Da kannst du ja nicht Ball mit stapeln. Oder Sackkarre. Ja, Sackkarre, das war jetzt das Mittel des Zwecks von Torben. Ja. Oh, komm hoch, passt schon. Aber eigentlich müsste man das doch umbauen können, glaube ich. Was? Forken an die... an den Gabelstapler. Also funktionieren tut's so. Also, vom Einspießen her, du musst halt eben wahrscheinlich im Blender die Gabel zerteilen. Hört's auf. Du machst eine Patcher für Frontladergabel. Aber dann ist die Gabel vorne trotzdem dran. Ich vermute, das wird ein Merged Mesh sein. Achso, du machst eine Palettengabel, ja? Ja. Unikal, ja. Aber bei den Palettengabeln, wenn man da ein Bein reinpickt, hatte ich das schon öfter, dass die dann. Dass es nicht so gut funktioniert. Doch, da kann ich jetzt nichts sagen. Wo ich meine, in diesen LS habe ich das auch noch nicht gemacht. So. So. Ich stell mir da so einen Bock drauf. Wollen wir gleich das Land kaufen? Ja, jetzt lass mich rein, Richter. Oder musst du weg? Müssen nicht, aber... Wollen. Ja. Ja, kann man schon fix machen. Wegen mir. Das sind ja schon ein paar Stücken hier auf der Map. Was denn können, oder was? Ja, Felder kaufen. Machen das jetzt Reihe um. Noah fängt an. Wir anfangen. Noah, fang mal an, einen Acker zu kaufen. Hab ich. Also ein Acker, der ist ja Wiese kauft. Achso, die 20. Ja, dann machen wir erst Wiesen.
Gut, wer macht weiter, Mathis? Also er ist Wiesen? Ja. Sag, wenn du hast. Ab. Gut. Dann... hier... Marco? Ja. Wiesen, gell? Wiesen. Jo. Nehme ich die 79. Ja, kauf sie. Ja, gemacht. Gut, dann kaufe ich Noah. Ja. Mathis. Jo. Marco. Einen Acker. Jop. Nein, habe ich nicht. Oh, habe ich ihn. Ah! Ich habe zu wenig Geld. Na, kann ich mal was geben. Welche willst du kaufen? Die 59. Alles klar, dann kannst du die kaufen. Ist das eine Wiese? Nein, das ist Weizen. Wir sind immer noch bei Wiesen. Ah, Wiesen. Immer noch Wiesen. Hat er jetzt genug Geld? Oder was? Marco braucht keine. Dann nehme ich die... Warte. Diese da. Geld. Nein. Ich denke nicht, aber... Ja. Gut. Leonhard. Dann kannst du wieder noch. Na, ich? Okay. Ich hab schon. Ja, Spott, ich auch. Ich. Das ist die einzige Steile. Okay, dann wollte ich sie doch nicht. Gut, Mathis? Wiese oder Acker schon? Wiese. Du hast zwei Wiesen, du kommst schon zu nix. So. Ab. Jo, Marco. Wiesen. Ja, viel. Ah, doch, das im Dorf. Boah, das sind so viele Felder. Ja, ich nehme diese noch. So, jetzt wie viel habe ich denn jetzt? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Hast du schon gekauft jetzt wieder? Ja, du ja, hast die ja bei dir am Hof noch, gell? Ja, genau. Gut, du ja, hast 4. Zippel da unter. Ich habe ja eigentlich auch 4, weil bei mir ist auch Feld 61, 2 und 63, ja, wenn stimmt, auch wie. Bei mir am Hof ist auch ein kleiner noch dabei. Ja, bei mir glaube ich auch. Bei dir nicht? Unterhalb, ja genau. Ja, ich würde sagen, das lassen wir einfach jetzt erstmal so. Oder sagt ihr, euch reicht's noch nicht dann? Doch. Ja, ich würde gerne da unter so ein Zipfel, da der 18 nebelt deiner 16. Ja, dann kauf die 18. Dann kaufe ich nur die 17. Jo. Gut. Sonst noch wer Wiesenbedarf? Nee, ich eh nichts mehr. Einmal die 27. Doch, 27, 32. Ah ja. Ja, das war's dann. Karl Huber noch kaufen. Das stimmt, ja. Ja, Klaus, okay, viele gibt's nicht mehr. Sonst muss man sich selber. Nein, Wiesen hab ich genug. Ich finde die Flächengröße eigentlich gut. Ja. Genau, gut, richtig. Also, dann machen wir weiter mit den Ackerflächen. Wir behalten die Reihenfolge bei.
Beziehungsweise halt andere Sachen abklären. Wer von euch tät Feld 14 bewirtschaften? Jetzt. Ist auf dem Gemeindehof gekauft, muss irgendwer machen. Ah. Boah, der ist nicht groß. Aber der ist nicht groß. 3 Hektar fast. Ja, das geht doch. Ja, ich nehme ihn. Also, schreibst du gleich auf, dass das deiner ist. So, Feld 65 ist das gleiche Spiel. Wo ist die 65? Bei Noah. Ah, geht da oben, also da ist das Schild, gell? Das ist Raps, hä? Ne, Soja. Soja. Mathis? Soja, ja, ist doch. Eva dort, glaube ich. Ja. Ja, nehm ich. Muss sowieso grob und kann schon Mais hinbauen, oder? Ah, ne, ist nee, im Wachstum, nicht. Passt. Ja, 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 dann drill ich, dann dresse ich das einmal für dich. Jo. So, und dann haben wir noch Feld 54. Das ist bei mir Ortsausgang. Und das kleine Stück da. Ja. 0,19 Hektar. Komm Noah, das war's für dich. Oh, also gut. Gut. Was ist denn da? Sonnenblumen, oder? Ja, verdorrt. Ah. Mais. Ich behalte die 58, weil da eh mein Silo zum Teil draufsteht und ist eh neben meinem Hof. Okay. Ja. Genau, das Stück von der 60 da bei dir, Marco, das kannst du auch einfach nur mit bewirtschaften. Genauso wie Noah das Stück von der 64, oder? Ja. Jo, passt. Also gut, dann Noah, von mir aus machst du weiter mit den Flächen. Ja. Gut. Hast du gekauft? Ja. Dann macht der Mathis weiter. Jo, hab. Dann der Marco. Wie geht das Geld aus? Ja. Hast du auch, Marco? Kurz Moment. Nein. Oder geht dir auch das Geld aus? Das Geld geht mir aus. Ah, okay. Junge. Ja, hab gekauft. Ich auch. Jo. Bin ich dran? Ja. Ah, scheiße, warte, ich muss mal nur Geld überweisen. Fuck, ich hab die falsche Ark gekauft. Ja, kann ich ihn ummachen. Jo, bin dabei. Hab ich getauscht. So. So, mach ich jetzt. Kaufen. Ja, das war einfach. Ja. Gut. Jo, ha. Mathis, hast auch. Marco. Nee, ja. Hast? Nein. Ah, übrigens, es gibt noch mehr Wiesen. Oh. Die Fläche 179. Da, wo der ursprünglich auf der Map hier der Händler war. Ja, gekauft. Ich auch. Kann man Maisen anpflanzen? Ja, natürlich. Ja. Optimal. Gut. Jo, hab. Marco. Ja, dann nehmen wir. Gibt's nicht, dann nehmen wir.
Ja. Gut, ich hab auch. Oh, kacke, warte. Ja, ich hab's gerade weggeknopft. Page. Ja. Dusch. Ah, ne, du hast nicht die Fläche gekauft, wo ich dachte. Hab. Ab. Hast du mal das? Ha. Jo. Marco. Alter, wie schnell, hey. Wie viel Fläche? Eins, zwei. Das ist noch nicht so viel, was du hast. Nee. Was ist das? Kartoffeln? Ja, das ist Kartoffeln. Das will ja keiner. Habe ich die jetzt nicht gekauft, die 117? Oh, weiß nicht. Ah, ich habe zu wenig Geld, aber ja. Noah, kannst du mir auch noch ein bisschen Geld geben? Ja. Gib einfach GS Money Add in die Konsole ein und gib keine Zahl dahinter ein. Dann haben sie 10 Millionen, das müsste reichen. Was jetzt? GS Money Add, Mann. Der Command. Ohne eine Geldanzahl dahinter. Da gibt's bei mir gar nicht. Wie tust du denen dann Geld geben? Über den Gemeindehof. Du hast Konsole gar nicht aktiv. Nee, aber da. Achso, ja, dann warte mal. Machen wir eben anders. Ja, weil eben nicht auch nicht. Ey, Felder sind aber auch echt ewig lang, ey. Ja, mein Gott, Polen halt, ne? Ja. So, Marco, du hast gekauft, gell? Dann kann ich wieder. Nein, ich hab die 117 noch nicht gekauft. Die sowieso nicht. Ja, hab ich. Und gut. Dann wäre eigentlich noch eine Fläche offen, aber ich warte sonst eine Runde. Welche willst du noch? Ich dachte so an. Ja, egal, mach mal einfach die Reihenfolge weiter, das Geschickte. Ja, ich warte. Marco. Echt dran. Mathis. Noah. Boah. Never mind. Ja. Hast? Jo. Dann. Jo, hab. Marco. Ja. Gut, ich habe auch. Und jemand die Walze? Welche Walze? Die Eberhard. Keine Ahnung. Jo. Ah, scheiße. Jo. Tja. Mark. Ich? Ja. Ich nehme die 13. Gut, ich habe auch. Dann kann der Noah wieder. Habe auch. Dann kann der nächste. Ja, ab. Dann kann der Marco. Bei mir war es das auch jetzt. Muss ich auch mal schön durchzählen. Ich zähle nicht nach den Flächen. Ich rechne mir jetzt mal die Hektar aus, was ich habe. Ja, mein auch. Dann entscheide ich, ob da noch mehr kommt oder nicht. Ja, hab. So, wir rechnen jetzt von hier nach da. Ja, wie viel Hektar nehmt ihr? Das sage ich dir gleich. Aber irgendwas bei 15 rum.
Schätze jetzt einmal. Na, das werden wohl mehr. Habe ich so das Gefühl. Das habe ich wahrscheinlich jetzt schon. Wiesen rechne ich da jetzt nicht mit, ne? Das ist klar. Nee, ja, ne. Ich bin jetzt bei 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ecke. Da muss noch mehr her. Also gut, dann können wir jetzt freikaufen, oder? Ja. Ja, bei mir. Ich hab jetzt 11,6. Aber eine hole ich mir noch und dann reicht das. Fuck, man. Gut, die haben wir auch. So. Ah ne, ich hab ja noch mehr, die eine Fläche von der Gemeinde ja auch noch. Sehr viel Gerste. So, warte mal, wie viel haben wir denn da jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Flächen. Mal kurz nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jo, 10 Flächen. 10 Flächen. Ohne Wiesen. Ja. Die LS Hektar mit 1,75, dann kommt das dem Realen hin. Also gut, dann rechnen wir jetzt 16,64. Warte mal schnell. Ich hab 9. Ohne Gras. Oh, jetzt muss man da überall Ding kaufen, gell? Position. Nein, da wird es kein Safe Game geben. So, was Close? Der Close sagt mal 1,75, dann bewirtschafte ich ca. 30 Hektar. Ui, ja, das ist schon. Ja, also wie gesagt, Klaus, wir haben noch einen freien Hof. Wenn du Bock hast, kannst du mitmachen. Wenn wir vorher halt einmal später. Aber wenn das passt, kannst du es von mir aus schon machen. Vielleicht setzen wir da so einen E-Schäfer drauf. Würde auch funktionieren. Ja, komm schon auf meinen Discord oder addisch mich einfach auf Discord. Dann können wir mal gucken, ob es harmoniert. Yeah. Ja, ich glaube, das ist hast du genug Fläche?
Ja. Ja, mal schauen, was habe ich. Ich habe... zwei... Digga, ich bin heute 2,51. Plus 5,20 plus... Oh, das sind die Acherflächen, hä? Noah hat 3, Feierabend für heute. Aua. Ich glaube, wir machen jetzt noch ganz kurz eine Flächentour. Flächentour. Einfach alles einmal angucken. Mal wissen, was man habe. Wie die geländetechnischen Verhältnisse sind. Als tue ich vorher den Hof noch voll ins Verräumen. Ich habe 22. Warte schnell. Plus 1,8. Ja, ich habe 25 Hektar Land, also Acker. Gut. Aktuell. Ah, und der Gemeinde wäre noch, der ist plus 2,86. Ja, fast 27 Hektar. Gut. Und Grasflächen habe ich. 0,19. Das ist ein Teil, das wäre 0,5. Da habe ich 0,64 plus 0,5. Sehr gut, du, dann bin ich weg. Jo, ja, bis morgen. Ich wünsche euch was. Ciao. So, Maschinen Tetris geht weiter. Ja, ich habe 3 Hektar Gras. Ja, 3,5 Hektar Gras. Servus Agrartechnik. Ja, entweder reicht's oder es reicht nicht. Da muss ich halt ansehen. Schaufel her und dann fahren wir mal da ein bisschen Flächen ab. Dann gehen wir ins Bett. Wo ist denn eigentlich hier mein Misthaufen? Den lieben Noah fragen. Alter, was hast du vor? Na, das, den will ich nicht behalten. Die OSK, Agrartechnik, die OSK läuft bei Topfpflanzenpfusch und was, wie heißt Jonas YouTube-Kanal? Hennies Agrar? Irgendwie sowas weiter. Ich glaube Hennies Agrar. Kann man bei dir so spionieren, Mathis? Noch nix. Das kannst du gucken, wenn du fertig, wenn ich fertig bin. Oh, die PDA ist ganz schön bunt geworden auf einmal.
Nee, bei mir läuft OSK nicht mehr. So, ich muss mal eben gucken, wie ich zu meinen Wiesen da unten hinkomme. Hat jemand von euch einen Striegel? Nö. Ja, Noah. Ja, da kann man den sicher mieten. Keine Ahnung. Mähwerk, Krone. Wo ist das Krone? Oh, das ist nicht drauf. Willst du einen Schmetterling haben? Nein, eigentlich wollte ich von dem Butterfly, also schon von dem Pack. Wollte ich nur das Frontmähwerk und irgendwann auch ein Seitenmähwerk. Ich wollte schon sagen. Nein, ich will kein Butterfly. Das wäre ja viel zu groß auf dieser Karte. Ein bisschen. Okay, und dann... Für 3 Hektar Weide ist das schon... Den aber Weg. Hat jemand das Easy Cut F230? Wahrscheinlich ja schon. Welches ist das? Das Krone, das 3,4 Meter. Ich hab's nicht. Und das ist nämlich das Standard-Pöttinger. So, jetzt kannst du gucken, jetzt ist meine Aktion verendet. Jetzt bin ich aber nicht bei dir in der Nähe. Dann kannst du gleich gucken, wenn du wiederkommst. Ich fahr anderswo. Ich will mir meine Felder angucken. Egal, dann kannst du es einmal anders angucken. Das sieht man dann schon mal in irgendeinem Video, die scheiß KI. No. So, das haben wir, das haben wir. Jetzt kommt mein Güllebomber. Oh oh. Was kommt?
16 Kubik. Was für eins? Das... Herculano. What? Ja, das habe ich mir ausgesucht. Ah. Das ist einer von meinen. Mit Schleppschlauch. Oh. Oh, ist vielleicht ein bisschen gross wie den. Welches ist das? Im Shop ziemlich zuletzt. Ach, das da. Das Tandem. Joystick. Ja, ein bisschen verändert ist es schon. Sehr weitläufig. Irgendwie ist es geil. So, das haben wir. Wenn der wollte ich den Pettinger. Schwader habe ich, glaube ich, den da. Welchen ist der da? Den Pöttinger Top 722. Das kann sein. So, ich gehe dann auch vor heute. Jo, tschüss. Servus. Ciao. Und den Ladewagen habe ich auch einen Pöttinger. Den Ladeprofi. Mähdrescher hat schon jemand, oder? Ich habe einen. Ich habe den Deutz, den alten. Ja, ist also nicht gemacht für große Maschinen. Nein. Aber das ist schön. Genau, das ist das, was ich wollte. Dann ist ja gut. Es mag vielleicht ein 200 Pferde haben, oder gehen, aber prinzipiell brauchst du das ja gar nicht. Ja, vielleicht bei fast 30 Hektar Ackerland möchte sein 200 Pferde leiden. Hm. Ist grad schon. So. Du auch weg? Nö, nö. Noch nicht, aber in 5 Minuten. Jesus. Also ich bin da weg. Eventuell hört man sich ja nochmal voneinander. Jo, danke ebenso, gell? Schönen Abend noch.
Ja, bis dann. Dann brauchen wir Ladewagen. Ballenpresse, ja. Nein, ja. Ja, kann ich ja eben da anstellen. Ja, wenn du eine hochgeladen hast, kannst du sie nehmen. Habe ich eine Ballenpresse hochgeladen? Ah, ich wollte natürlich die vom Gewehrpack nehmen. Aber ich glaube, die hat jemand schon. Weiß ich nicht. Ja, mal in Frage in die Runde dann, wenn alle anderen da sind. Sonst würde ich die Gewehrpack nehmen. Ja, also ich hab's ja nicht, mir ist egal. Oh, das ist ein schönes Gespann. Das gefällt mir. Wie findest du das? Passt gut, oder? Ja. Ich finde die Version von dem 400er TMS nicht so gut. Ich finde die aus dem Mod-Hub besser. Die hat mehr. Die ist vom Modell her schöner. Aber ich meine die Kombi mit dem Ladewagen. Ja, an sich nicht. Ich finde, der zieht einfach gut. Für seine 150 PS. Ja, wie gesagt, das Modell aus dem Mod-Hub ist halt um einiges schöner. Ja, aber ist da schon mit Interactive Control? Ja. Ist.
Bollenweg lassen wir auch noch offen. Den habe ich aus dem Göwell-Pack. Ja, bremst nicht so heilig. Haben wir irgendwo eine Wasserstelle oder kann man das einfach an den Seen beziehen? Warum? Für was brauchst du Wasser? Ja, ich habe ja eine Gemüserabatte da. Paul hat einfach einen Brunnen. Geil, es regnet wieder bei uns. Leider nicht, nein. Leider noch nicht.
Wäre schön, wenn. Doch, letzte Nacht hat es auch schon. Ja, mach mich heilig. Viel weiß ich zwar nicht, aber es hat. Hauptsache irgendwas. So. Dann beende ich den Stream auch an der Stelle. Also dann, bis morgen.